Man nehme einen cholerischen Präsidenten, einen sensiblen Truthahnzüchter und einen mordlustigen Indianer. Fertig ist die unterhaltsame Komödie November von Autor David Mamet. Kontinuität? Du hast das Land in die Scheiße geritten. Aber mit Kontinuität. Im Oval Office im Zentrum der Macht des Weißen Hauses kämpft Präsident Charles Smith, gespielt von Kabarettist Jochen Busse, um seine Wiederwahl. Zusammen mit seinem Staatssekretär setzt Smith alle Hebel der Korruption in Bewegung, um seine Macht zu erhalten. Das ist im Grunde genommen die griechische Tragödienfigur, der Kreon, der mächtige Mann, der an seiner Menschlichkeit scheitert. Fast 2 Stunden lang unterhalten die 5 Hauptdarsteller ihr Publikum mit humorvollen Dialogen und aufbrausenden Diskussionen. Wir müssen pleite wieder nach Hause und wir werden vom Iran bombardiert und deshalb muss ich jetzt auflegen. Weil ich glaube, dass gerade jetzt vor der Bundestagswahl das eine ganz schöne Parabel ist, wie leichtfertig und wie aberwitzig mit Macht umgegangen wird. Man hat hier eine wunderbare Mischung aus einem perfekten Stück, das allerdings angereichert ist mit kabarettistischen Elementen. In Zusammenarbeit mit dem Theater an der Köhe in Düsseldorf feiert November am 14. Juli in der Berliner Komödie am Kurfürstendamm Premiere.